Coole Mucke, oder? Geht, ne? So, die Kids bitte dann zur Wettkampfeinweisung hier einfinden an der Sprechanlage. Das Ganze wird dann noch der Chef der Veranstaltung übernehmen, Sven Bemmann, der Oberindianer vom Leipziger Trieben e.V. So, schönen Dank, Andreas. Hat euch ein bisschen eingewiesen. So, herzlich willkommen nochmal alle Kinder, alle Jugendlichen, alle mitgereisten Muttis, Vatis, Betreuer. Herzlich willkommen zur Lipsiade 2011. Das heißt euch willkommen der Leipziger Triathlon e.V., der das hier organisiert, im Auftrage des Stadtsportbundes. Und Applaus, das war der Start. Die Hände aus den Taschen und los geht's. Ja. 21 Seepferdchen schwimmen im Wasser. So, ich habe viele Zeitnahme. Wechselt die Richtung. Sind in der letzten Zone. Die erste Gruppe in Leipzig. Dran. Absteigen hier, absteigen. So, und jetzt wieder rein. Absteigen. Der Schülertriathlon 2 ist jetzt nicht so kompliziert wie der Schülertriathlon 1. Wir haben also eine gemeinsame Strecke für alle Schwimmer oder für alle Starter. Vor mir stehen jetzt alle 10- bis 13-Jährigen. Wir kämpfen um eine Lipsiade-Medaille in ihrer Altersklasse. Viel Spaß! Und Jeremy!
Aufsteigen. Aufsteigen. Die kommen doch dann raus und müssen noch mal runter. Wo ist die Markierung dann? Langsam, langsam. Fahrt langsam hier, die Kurve. Langsam. Komm, Tempo, Clemens. Tempo. Ja, groß. Jetzt tritt noch mal rein. Mensch, die achte hier nicht durch die Kurve. Hält einer am Arm fest? Die Kinder wissen das gar nicht. Gucken Sie mal hier. Los, komm! Lauf, 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 schnell das Fahrrad rein! Claudia, Anna, kämpfe jetzt! Lass das so, lass das T-Shirt! Komm, komm, so, Lea, los jetzt! Komm, los, hopp! Schaffst du! Gut jetzt! Jetzt bist du doch gleich der Erste. Schätze mal die heißen Bogen. 77. Und das ist die Bianca Bogenmeter 77. Vom LSV Oberholz Bianca Bogen. Hallo. Und das ist der Rico Bogen. Ja, 13 Minuten die Zeit, oder? Und auf Platz 3 die 63 Robin Eskmein. Die Nummer 70. 70. Pascal Ellmann vom Sportgymnasium Leipzig. Bravo. Und Luisa Kaiser vom Schwimmverein Automation. Starke Leistung. Luisa Kaiser. Ja, ich kann ihn. Ich kann ihn. Schaut nochmal. So, Helena Bonn von dem Ostbaugymnasium ist dabei. 36. 145. 53. 31. Glückwunsch an Leon Hohenstein. Stark, Lenny. An die Deborah Bonn. 58. Hallo Deborah, starke Leistung. Und die 58, das ist Christoph Thomas. 79, 57. Stopp, 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 stopp. 61, 139, 149, 74, 66. 75. 20 Teilnehmer beim Jugendtriathlon. So, hallo Kids, hallo Muttis, hallo. Und Applaus für den Stopp. So, ein Applaus für die Astrid aus dem Schwimmbecken, geht es in die Wechselzone. Hey, gib Gas!
nachstellen. Ab hier kann gefahren werden. Ab hier fahren. Ab hier kann gefahren werden. Ab hier kannst du fahren. Komm, kreis sie ab! Kreis sie ab! Das ist noch nicht so viel. Hast du hier noch durch? Ja. Langsam. Durch. Langsam. Nach rechts. Sehr gut. Und mit Licht. Mach den Licht ein. Langsam. Auf YouTube gibt es dann auch schon die kleinen Internetfilmchen über die Kinderlipsjagd an Verehrung der schnellsten beim Schülerwettbewerb 1. Und da siegte bei den Schüler C Martin Müller vom Schwimmverein Automation Leipzig, 6 Minuten 24, Martin Müller. Auf Platz 2 Vincent Naumann. Schwimmverein Automation, 6 Minuten 49 Sekunden, Vincent Naumann. Und auf Platz 3, bitte nach vorne, Magnus Waldstein, Freie Grundschule Regenbogen Leipzig. 6 Minuten 51. Und wir kommen bei der Wertung Schülerinnen D. Auf Platz 1, Mirja Bonn von der BIP Kreativitätsgrundschule. Leipzig 2 Minuten 31, Mirja Bonn. Platz 2 erreichte in der Kategorie Victoria Liebe, SV Automation Leipzig 2 Minuten 40. Und Platz 3 geht an Lina Günther vom Clara Schumann, von der Clara Schumann Grundschule Leipzig 2 Minuten 45, Lina Günther. Und wir kommen zur Wertung Schüler Rinnen C auf Platz 1 und viel Applaus, Julia Fröhlich, 77. Grundschule Leipzig, 6 Minuten und 25 Sekunden, Glückwunsch. Platz 2 geht an Clara Hörholt, 39. Grundschule Leipzig, 6 Minuten 48, Clara Hörholt.
Von Platz 3 geht eine Vivian Pohl, Grundschule am Auwald, Leipzig, 7 Minuten und 28 Sekunden. Vivian Pohl! Nochmal einen riesen Glückwunsch, den Erstplatzierten, symbolisch für alle Finisher. Bei den Schülern in der Schülerwertung männlich B siegte mit viel Applaus Rico Bogen, LV Boys Leipzig, 13 Minuten. Auf Platz 2 bitte Jonas Arnold vom Schwimmverein Automation, 14 Minuten 49, Jonas Arnold. Und auf Platz 3 bitte noch von Robert Klaus Lessing, Grundschule Leipzig, 15 Minuten 19 Sekunden, Robert Klaus. Wir kommen zur nächsten Altersklasse, Schüler A, männlich. Auf Platz 1, Robin Espenhain, 13 Minuten 20 Sekunden, Robin Espenhain. Platz 2 geht an Pascal Ellmann, Sportgymnasium Leipzig, 13,59, Pascal Ellmann. Und Platz 3, Clemens Hörholt, Ostwald-Gymnasium Leipzig, 14 Minuten 19, hallo. Sportgymnasium, Schwimmverein Automation Leipzig. Applaus für Lea. Danke, Mutti. Platz 2 geht an Sacha Hasche vom Schwimmverein Automation Leipzig. 14 Minuten 30 Sekunden. Applaus für Sacha. Und der dritte Platz geht in die BIP-Kreativitätsgrundschule, Deborah Bonn. 15:06, Deborah Bonn. Und die großen Schülerinnen auf Platz 1 in der Wertung Schule A. Die Gesamtsiegerin des Wettbewerbes in einer Zeit von Höre und Staune 12 Minuten 45, Bianca Bogen. Auf Platz 2 folgt die Kaiserin, die Luisa Kaiser vom Reklamgymnasium. 14:06, Luisa Kaiser. Auf Platz 3 Helena Bonn von Wilhelm Ostwald Gymnasium, 14 Minuten 23. Hier ist Helena Bonn. Nochmal Gänsehaut, viel Liebe und Riesenapplaus! Wir mussten 4 Bahnen schwimmen, 3 Runden Radfahren und eine Runde rennen. Und der Sieger heißt Ruben Arner vom Heisenberg Gymnasium Leipzig, 18 Minuten 16 Sekunden. Ruben Arner. Auf Platz 2 Baldur Kutschera, Internationale Schule Leipzig, 19 Minuten 30. Baldur Kutschera. Und auf Platz 3 Tim Rauchbach vom Kepler Gymnasium, 20 Minuten 10. Hallo Tim Rauchbach. Jugendauswertung auf Platz 1 Leonhard Schäffler, Thomas Schule Leipzig, 17 Minuten 56. Applaus für Leonhard Schäffler. Platz 2 geht an Robert Baum, Rudolf Hildebrand Gymnasium, 18 Minuten 27, Robert Baum. Und Platz 3 geht an Robert Kuschel, Rudolf Hildebrand Gymnasium, 18 Minuten 29. Wir kommen zu den Mädels in der Kategorie Jugend B. Auf Platz 1. Mit einem Riesenapplaus auch die Gesamtsiegerin Sophie Pilz vom Sportgymnasium Leipzig. 17 Minuten und 17 Sekunden, Sophie Pilz. Auf Platz 2 bitte nach oben, Caroline Themann vom Sportgymnasium Leipzig. 18 Minuten 25, Caroline Themann. Und auf Platz 3 bitte Maria Fröhlich. Anton Philipp Reklam Gymnasium Leipzig, 18 Minuten 43, Maria Fröhlich. So, das waren alle. Nochmal einen Riesenapplaus von allen Zuschauern, Eltern, Sponsoren, Kindern.